steigt und die Zahl der Tests, die wir derzeit machen, steigt nicht weiter. Weil wir damals die Fälle, die wir bekommen haben, im Wesentlichen als symptomatische Fälle bekommen haben. Protest. Und jetzt testen wir viele an, nicht symptomatisch. Und daher sind auch nicht so viele schwer krank, wenn man sie also positiv testet. Aber es ist insgesamt eine höhere Zahl von positiven Tests, die wir in den letzten Wochen beobachten. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Die Wahrheit, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie. Protest. Test.